Auf dem See, das war einmal. Für die Tänzer wird die Aida zum Spiel im See. Somit ist der Tanz im Wasser einer der Höhepunkte einer Aida-Aufführung. Für Choreograf Ron Howell und Ballettmeister Alfredo Karl begeben sich die Tänzer in jeder Aida-Aufführung knöcheltief ins Wasser. It was a question of coming here, having a look at what they built. Me going and rehearsing in the water to see if what movements would be possible. And then out of that we came in the studio with that knowledge and I started. Auch Ballettmeister Alfredo Karl versteht es, die Tänzer zu motivieren. Ja, ich muss sicher sein, dass jeder Tänzer jeden Tag so eine hohe Leistung bringt auf die Bühne. Ja, 26 Mal. Ja, ich bin auch als Ballettmeister. Ich habe die Verantwortung, die gesamte Tanzstunde zu geben, sie aufwärmen, sowie die Korrektur und immer sicher zu sein, dass jeder Tänzer ist 100% fit, einmal so ins Wasser am Tanzen zu wirkt. Geprobt wird übrigens öfters im Trockenen als im Wasser. Natürlich mehr im Raum, ja. Die Probe draußen, ich meine, das ist etwas selten, ja. Aber damit, wenn wir das machen, sind jeder Tänzer bereit dafür, weil wir haben genug geprobt und darüber gesprochen, wie das sein würde, natürlich ins Wasser. Um auf der dreh- und versenkbaren Brücke zu tanzen, muss die gewohnt leichte Garderobe gegen spezielle Schuhe und Neoprenanzüge getauscht werden. Wenn das Wasser kalt wirkt, ja, sie hat so ein spezielles Kostüm, ja, ein Neopren. Und wenn es zu heiß ist, die hat auch in Neopren, so, aber eine sommerliche Version, kurze, ja. Weil damit sollte natürlich die Körperbewegung dabei sein, ja, dass jede Gelenkbewegung sein kann. Nach wochenlangem Training sehen die Zuschauer dann bei jeder AIDA-Aufführung Körperbeherrschung in Vollendung.